So, ein herzliches Willkommen zurück nach langer, langer Zeit mal wieder zu ATS. Mir ist gerade aufgefallen, oder dass ja zwischen den jeweiligen ATS und den ETS-Folgen ja immer mittlerweile mehr als ein Monat vergeht. Es sind ja immer mehr als 6 Wochen. Ist ja schon heftig. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, was wir in ATS überhaupt gemacht haben. So. Erstmal hier meine richtige Umgebung finden. Da. So. Okidoki, Audio stimmt alles, Kamera stimmt. Sehr gut, sehr gut. Klappe. American Truck Simulator. So. Spiel fortsetzen. Wo waren wir denn? Wahrscheinlich nicht innerhalb einer Mission. Ich kann mich daran nicht erinnern, dass wir mitten in der Mission abgebrochen sind. Das mache ich immer so ungerne. Aber mal gucken, wo wir allgemein so sind. Stimmt, wir haben letztens die Mexiko-Region unsicher gemacht, ne? Wir hatten ja letztens das gesamte Mexiko-Gebiet da so ziemlich abgefahren. Also, nicht jetzt. Aber wir waren halt in jeder Ecke mal. Genau, wir haben keine Mission offen. Okay, gucken wir mal in der Map. Ah ja, ja, siehst du, genau. Wir sind hier gerade bei Mexiko beim Rausfahren. Und eben letztens haben wir ja hier alles aufgedeckt. Also, das ist jede Ecke. Ich habe keine Route gesetzt. Okay. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Frei wie der Wind. Nice, nice. Okay. Ach ja, stimmt, genau. Wir waren ja auf dem Heimweg zu unserer Garage oder irgendwie so, ne? Okay, wir haben die ganze letzte. Ja, stimmt. Wir haben ja unsere neuen Auflieger eingeweiht die ganze Zeit. Ah. Gut. Die Sache ist, ich würde nämlich jetzt gerne mal lieber wieder ein paar Missionen machen. Und zwar so schwer trans. Schwer. Hier, hier diese Schwerlast-Dinger da. Sowas würde ich gerne mal wieder machen. Was haben wir denn da so im Angebot? Wir haben noch eine ganze Menge Zeit vor uns. Wir können also schön lange Missionen hier raus auswählen. Ein Helikopter. Nein, ist alles ein Helikopter. Lol. Wir machen mal die hier. Oh, das habe ich gar nicht geguckt, wo der lang geht. Ups. Da habe ich jetzt instinktiv direkt Doppelklick gemacht. Ach, so ein Helikopter. Ich dachte, diesen normalen, diesen kleineren Helikopter hier, diesen Hubschrauber halt. So. Das ist ja kein Hubschrauber, das ist ja schon ein Raumschiff. Und wir fahren sogar mit dem gleichen Auflieger, wie wir selbst auch hatten. Jetzt die letzten Folgen. Lol. Also man merkt, abwechslungsreicher Content. Ey, so ein bisschen die Ladung ist besonders. Und wir haben auch keine Überbreite oder so. Oh, da hinten der Kran. Oh, ich liebe Kräne. Verfluchte Scheiß jemand dann. Tschüss. Mission ist mir gerade völlig egal. Wo ist der Kran? Wo ist der Kran? Wo sind wir? Alter, warum ist meine Maus so schnell? Alles ja hier. Ach hier. Ui. Der nimmt sogar richtig die Platte hoch. Ja, leck mich am Arsch. Oh, ich mag so eine Details. Ne, war auch letztens beim Hafen, wo die Container da rumgeschifft wurden. Weil teilweise ist ja immer so, dass diese Kräne denn, also bei anderen Spielen jetzt, ist ja meistens so, dass wenn die Kräne so eine Platte hochheben, die Platte dabei einfach kopiert wird. Dass er quasi eine Platte aus einer Platte raushebt. So bildlich gesprochen. Ja, aber nein, hier ist wirklich jetzt die Platte weg.
Ich meine, es ist trotzdem nur eine Schleife, weil er packt ja die Platte irgendwann einfach wieder zurück. Also es ist jetzt nicht so, als wenn er hier actually irgendwelchen Sinn macht. Oh, guck mal da oben, die süßen kleinen Motoren. Drehen sich die Räder auch? Oh, schade. Das wäre noch so ein. Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen, wenn ich jetzt um die Räder gedreht hätten. Na, wie gesagt, er macht wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, aber so, das war ja letztens beim Hafen so, dass er die gleiche Loop immer und immer wieder macht. Aber schon geil. So, wir müssen losfahren. 600 PS. Mal schauen hier. Haben wir jetzt unser Rundumlicht an? Nee, ne? Aber wir haben ja kein Rundumlicht. Ja, moin. War doch die O-Taste, oder? Aber eben, wir haben wieder hinten haben wir Rundumlicht und bei der LKW selber hat auch kein Rundumlicht. Na gut, machen wir das Doppelblinker an. Achso, wobei. Ja, nee, das ist schon wieder so hässlich. Na gut. Das ist einfach mal ohne Warnlicht. Oh mein Gott, Alter. Ich habe schon so lange kein ATS mehr gespielt. Hoffentlich kriege ich die ganzen Kurven mit dem Auflieger. Und mir gefallen auch. F4 war es, genau. Mir gefallen auch die Spiegeleinstellungen nicht. Ich gehe mal kurz ein bisschen. Dann muss ich eigentlich das hier machen, ne? Damit ich den Spiegel da komplett drauf habe. Ja, so. So ist gut. Und jetzt sind noch die Spiegel einstellen. Motorhaube brauchen wir nicht. Haben wir eh nicht. Seite ein bisschen weg. Rechts. So. Weitwinkel links, rechts. Und Weitwinkel links. So. So müssen Spiegel eingestellt sein. Zumindest in-game. Ich meine, im echten kann man ja immer noch seinen Kopf so ein bisschen bewegen und damit die Perspektive ein bisschen beeinflussen. Dann geht das natürlich beim Spiel nicht so. Und dementsprechend. Was tue ich da gerade, Alter? Ich habe einen Auflieger drauf. Haha! Ja, die Kurve war ein bisschen sehr eng genommen. Dementsprechend. Muss ich Lichter machen hier? Wo war ich gerade? Was wollte ich gerade sagen? Ja genau, dementsprechend ist das die beste Einstellung für eine fixierte Sicht, wie es halt im Spiel ist. So. Stoppschild gilt für uns zum Glück nicht. Blinken müssen wir eigentlich auch nicht, aber egal. Alright. Warum bremst der so? Junge. Okay. Alter. Easy. Und das wird sogar Kartell. Sehr geil. Warum fahren wir auf der linken Spur? Der Polizist wird schon wissen, was er macht. Wenn es überhaupt ein Polizist ist. So, zuallererst aber mal ein bisschen Mucke. Okay. Okay.
So, bei der Aufnahme stimmt hoffentlich auch alles. Ja, sieht gut aus. Fahrt doch mal da vorne. Wow. So stark wollte ich eigentlich gerade gar nicht bremsen, aber okay. So, super rumgekommen, sehr schön. Ohne da die Hälfte der Autos mitzunehmen. Ich meine, wenn ich Rabatt bekommen hätte, gerne, aber so. Hä, wieso? Ja, eben, ich muss doch geradeaus. Dann muss ich turn left. Ja, wahrscheinlich hat der Navi diese beiden Spuren als eine Spur gesehen, weil es ja die gleiche Straße die Moment ist, auch wenn sich die Spuren aufteilen. Manchmal sehr irritierend, was der von einem möchte. Au, wo sind wir denn hier? Oh. Hübsch, hübsch. Ich weiß immer noch gar nicht, wo wir überhaupt sind gerade, ne? Lol. Wow. Voll unsere Sicht, ey Junge. Was mit der Sicht? Was ist los mit dem? Der weiß doch, dass wir da hinterm LKW rumfliegen. Oh, schöne Brücke da vorne. Natürlich kriegen wir den Laternen wieder nicht. Diese Ansicht gerade, boah, ganz schwierig.
Oh. Ich sehe das Polizeiauto nicht mehr. Jetzt habe ich Angst. Wo ist eigentlich gerade unser Tempomat? Ich glaube, der Tempomat hat gerade aufhören, kann das sein? Oh ja, ist er auch. Wow, sieht der Tempomat aus, der Jan. Ah, wir wollen eine Brücke. Ah ja. Die bauen ja eine Intersection. Aber der LKW kriegt echt die 40 gut gehalten, ne? Da kannst du schon kurze Streifen beim Auflieger auf der Innenseite der Brücke. Ja, ich frage mich gerade echt, wo wir sind hier. Echt immer noch Texas? Weil da oben im Schild gerade, bei der Leuchtschrift stand gerade Texas drin. Hab gerade leider nicht alles lesen können, hab's nicht gesehen. Mal gucken. Wo ist meine Map? Map. Ja. Wir sind echt immer noch in Texas. Hat er gut gebracht, gut funktioniert und auf den Texas rausgehen, ne? Naja. Naja. Versuch was wert. Kann ich mal langsam anfangen, das Display umzubenennen? Von Texas Truck Simulator, von American Truck Simulator auf Texas Truck Simulator. Aber hey, ich meine, zumindest ist ein relativ neuer Streckenabschnitt. Das heißt, die meisten von euch dürften ihn noch nicht so sehr kennen. Außer ihr habt es natürlich auch gleich direkt gesuchtet, als es rauskam, das DLC. Weiß man ja nicht. Die Leute sind ja so content-süchtig. Aber mein Auflieger ist doch echt breiter, als ich im ersten Moment dachte. Ne? Der hat ja doch einigermaßen überbreite. So. Deswegen war ich auch bei der Autobahnabfahrt, also bei der Autobahnkurve da, auf einmal so nah in.
machen hier schon wieder für ein Bremskonzert. Überholt uns der Auflieger, der LKW da vorne. Und jetzt lässt er sich zurückfallen. Und bremst uns ab. Was ein Hurensohn. Und jetzt gibt er wieder Gas. Manchmal zweifle ich echt an der Kompetenz dieser NPCs. Aber eigentlich immer. Oh, ein Tankauflieger. Ups. Ich wollte hier eindrücken. Ich escape. Digga, der hinter mir ist ein richtiger Konvoi. Holy moly. War's ja schon heftig. Also ich weiß jetzt nicht, wie da in Europa, in Amerika die Regeln sind. Aber ich glaube, in Europa dürften das nicht, ne? Die dürfen so viele LKWs nicht überholen. Weil sie damit halt den gesamten Autobahnverkehr aufhalten. So. Da weiß ich jetzt, wie gesagt, nicht, wie es in Amerika geregelt ist, sowas. Wow. Schöner Bagger. Was los mit euch? Einmal kam die erst gebremst, als ich wieder nach vorne geguckt habe. Was? Illegal in Texas. Don't let your last word be... Achso, Text Message einmal. Genau, Text and Drive ist illegal in Texas, genau. Zum Glück nicht nur in Texas. Dann muss ich erstmal direkt meinen Freunden schreiben. Kommen wir eher vor wie in Los Angeles mit den ganzen Palmen und so. Los Angeles? Wo waren die ganzen Palmen? Los Angeles oder Las Vegas? Also Las Vegas auch, aber Los Angeles glaube ich auch, ne? Eigentlich alle Strandregionen in Amerika. So sind alle an der Westküste. Bei der Ostküste weiß ich gerade gar nicht. The East Coast. Ne, aber West Coast. Da hast du eigentlich fast überall so Palmen-Gedings. Aber bei der oberen Hälfte wahrscheinlich eher weniger, ne? Weil da ist ja doch eher schon relativ kühl. Ah, das ist halt, wenn man sich mal so die Fläche betrachtet, wie viele, ich sag jetzt mal, Biome eigentlich über Amerika verteilt sind, ist halt einfach krass. Dadurch, dass das Ding halt A sich komplett vom Nordpol hier oben, also hier oben ist ja schon fast Eisgebiet in Atlantis ist ja hier da hinten irgendwo. Naja, und hier unten hast du dann halt schon fast Äquator. Das heißt, du hast Amerika wirklich fast komplett erstreckt vom kalten Gebiet bis hin zum warmen Gebiet, hast du ja alle Biome drin. Und dann natürlich auch noch von links nach rechts, also zumindest bei der Map, die wir jetzt bisher entdeckt haben,
Also noch von hier, Feuchtgebiet, bis hin zum Trockengebiet hier. Ich meine, ganz Amerika geht dann noch weiter, ne? Geht dann, wie gesagt, bis zur Ostküste. Da ist natürlich auch wieder feucht da. Aber hier in der Mitte von Amerika, von Nordamerika, ist es halt eher trocken, ne? Hast du denn hier halt, wie gesagt, hier so die ganzen Trockenbiome. Das ist ja auch das, was so, sag ich mal, in den klassischen Filmen, die so aus Amerika stammen, so diese typische Amerika ist, so diese ganzen riesigen trockenen Steppen und so. Das sind ja alles etwas abseits von der Küste. Oh, Leute. Was ist denn wieder los hier mit euch? Ach, Mann. Kann ich nur zu gucken, alles deine Schuld hier, weg mit dir. Blöder Autofahrer. Ah. Ja. Oh, habe Ausflug deaktiviert. Wie auch immer, dass ich das schon wieder geschafft habe. Gut. Ich würde mal sagen. Obwohl 48 Meilen. Die packen wir noch. Wir haben einen Kredit? Oh, tatsächlich. Warum haben wir einen Kredit, wenn wir hier alles zurückzahlen können? Was ist denn los mit uns? Wollen wir uns irgendwas kaufen oder so? Weil da wieder einfach komplett drüber fährt. So, ich weiß, für uns gilt die rote Ampel nicht, aber ich werde trotzdem mal die rote Ampel, wir müssen mal so ein bisschen ausschwenken, zum Anlass nehmen, an der Stelle einfach mal hier für die Folge Feierabend zu machen. Ich bin schon wieder eine halbe Stunde rum, sehe ich gerade. Verdammte Scheiße. Ja, bis dann.